Hallo, und da sind wir schon, in Schweich an der Mosel. Dramatische Szenen haben sich im Saarland und im Moseltal sowie im Ruvertal abgespielt. Der Pegelstand in Trier zeigte 9,58 Meter an, eine enorme Höhe. Bereits am 4. Januar gab es ebenfalls ein solches Hochwasser an der Mosel. Nicht ganz so schlimm, aber schlimm genug. Schnell rauf auf die Schweicher Brücke, um einen guten Überblick zu bekommen. Eine gute Übersicht hat man nun aus dem Annaberg über die A1 mit Abzweig zur A602 Richtung Luxemburg und Trier und mit Blick auf die Schweicher Brücke, wo wir eben noch standen. Unter der Moselbrücke der A1 standen die Container und Baufahrzeuge der Glasfaserfirma völlig unter Wasser. Hier stehen wir nun in den Kenner Weinbergen und blicken auf den Kenner Bach, welcher sich sehr, sehr weit ausdehnte und auch die Landstraße überflutete. Links sehen wir die überflutete Kenner Flur. Dann die Mosel und im Hintergrund Schweich-Issel. Die Kamera führt uns nach rechts weiter Richtung Schweich. Da das Hochwasser der Mosel den Kennerbach zurückdrückte, konnte dieser nicht abfließen. Nun zeige ich euch noch ein paar Fotos von der Schweicher Brücke aus fotografiert Richtung Schweicher Fährturm mit dem Campingplatz. Vom Campingplatz sieht man natürlich nichts mehr. Bereits einen Tag zuvor flüchteten die Wohnmobil-Camper, da sie ja flexibel waren. Aber die Wohnwagenbesitzer, die mussten warten, bis man eigenem Fahrzeug oder aber mit Traktoren von dem Campingplatz transportierte. An jeder freien Stelle in Schweich standen gerettete Wohnwagen. Sieht man im Vordergrund die Mosel, der Grünstreifen dazwischen ist der Moselradweg, dahinter die überflutete Hochwasserausgleichsfläche und an dem großen Gebäude stehen Motorboote,
sowie in Sicherheit gebrachte Wohnwagen. Vielen Dank für euer Interesse. Es grüßt W. Firl.